Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Ja, ich kann endlich wieder Folgen aufnehmen. Juhu, ich kann auch wieder hochladen. Endlich, nachdem ja in den Sonntagabend ist mir die Fritzbox ja krachen gegangen. Und ja, war eine nervige Angelegenheit. Viel hin und her mit meinem Internetanbieter und das war ein Hackmeck. Und seit Donnerstagabend habe ich jetzt endlich wieder Internet. Da konnte ich dann am Freitag dann endlich auch wieder die Folge, die ich schon hatte, hochladen. War ich auch sehr froh drum. Und ja, war nervig. Kein Internet, kein Fernsehen, kein Telefon. Eine ganze Woche. Du bist wahnsinnig. Kommst du voll auf Realität klar, ne? Ja, was gibt's jetzt hier Neues? Was machen wir jetzt? Ich habe hier den nächsten Kampagnenwagen. Wir wollten ja noch ein bisschen Geld machen. Ich will ja den Porsche hier irgendwann mal anfangen. Und für den brauchen wir halt Kohle. Ich habe jetzt nochmal 3 Autos gemacht, bevor ich jetzt hier die Folge angefangen habe. Ein bisschen Geld zusammengescheffelt nochmal. Und ja, bin schon mal froh. Ich wollte nochmal auf einen Kommentar eingehen vom Gambit 82. Und zwar hast du ja nochmal geschrieben, dass man halt die Originalfarbe in der Lackierkabine besser sieht. Darum geht's gar nicht, dass man die besser sieht. Ich sehe das ja hier auch, ne? Lackierung ist jetzt aktuell gelb und Originallack ist halt weiß. Das ist ja nicht das Ding. Nur das Ding ist einfach nur, wenn hier, wo jetzt Kampagnenauftrag steht, da steht dann manchmal, lackiere den Wagen mit, wie nennt sich das, vorhandener Lackierung oder irgendwie sowas steht da. Und bei, wo jetzt auf der Seite, wo gefundene defekte Teile steht, da steht dann, lackiere mit Originallack. Und es gibt halt die Variante, da steht auf beiden Seiten, lackiere den Wagen mit Originallack. Nur, das Problem ist, wenn ich den in dieser ersten Version dann lackiere, also quasi, ich soll den jetzt hier lackieren, kann ich hier nicht gelb lackieren. Also ich kann den schon lackieren, aber der nimmt den dann nicht an. Sondern der nimmt immer nur den Originallack. Den muss ich lackieren. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen dämlich. Das müsste mal gefixt werden. So, egal. Ich würde sagen, wir geben mal hier Gas. Wir müssen mal wieder ein bisschen vorwärts kommen jetzt. Kampagnenauftrag. Kunde Gebrauchtwagenzentrum Cars for You. Ach, die schon wieder. Hi, ich bin es wieder. Diesmal mit einer neuen Karre. Du hast beim letzten Mal ganze Arbeit geleistet. Daher komme ich wieder zu dir. Der Wagen ist ein wenig vom Rost zerfressen, aber ich denke, das ist eine Kleinigkeit für dich. Check auch mal, ob unter der Haube alles in Ordnung ist. Das Auto soll übermorgen verkauft werden. Ich bekomme demnächst noch ein paar Autos. Ich hoffe, dass ich dann auch auf dich zählen kann. Bis dann. Karosserieteile müssen wir reparieren. Der Wagen ist ein wenig vom Rost zerfressen. Heißt das? Ja, das heißt doch, dass ich den schweißen soll, oder? Steht das hier irgendwo? Nee. Also ich glaube, Andreas, du hattest das geschrieben, ne? Dass das nirgendwo auftaucht. Aber hier, ganz ehrlich, Fahrgestell 2%, der will den Wagen verkaufen und der sagt, der ist vom Rost zerfressen. Das heißt für mich ganz klar, da müssen wir ran. Oh cool, der Wagen springt sogar an, das ist ja schon mal perfekt. Dann können wir ja direkt hier mal auf den Bremsenprüfstand gehen. Also der Innenraum sieht jetzt nicht wirklich kaputt aus. Der hat ja auch nur ein paar Prozent, der Innenraum. Ich glaube, da machen wir das mal, was Andreas auch geschrieben hat. Einfach mal so Service. Weil, ne, ist für Cars for You. Gehen wir einfach mal mit. So voll den Lärm hier. Gehen wir hier einfach mal mit dem Lappen, mit dem feuchten Lappen durch und dann passt er wieder. Okay, also Bremse ist auf jeden Fall defekt. Da müssen wir ran.
So, Bremsscheibe, was soll denn noch gemacht werden? Öl wechseln, okay. Man weiß es wieder nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall einiges an Karosserieteilen, das steht schon mal fest. So, dann würde ich sagen, dann machen wir noch mal eben schnell eine Testfahrt mit dem. Ups. So, dann schauen wir mal. Ob das uns jetzt hier noch nur ein paar mehr Teile ausspuckt, was kaputt ist. Also die Felgen sind auf jeden Fall hinüber, ne? Lässt sich ja fahren wie ein Sack Muscheln, ey. Okay, hier ist nicht mehr, was wir noch, aber ja gut, okay. Wir brauchen gar nicht großartig gucken, ne? Die Reifen, die sind ja. Alter Schwede, was ist denn hier los? Okay. Der ist kaputt. Ein defekter Turbo. Ich sollte hier das mal abmachen. Ah ne, das sieht gut aus. Das können wir lassen. Der Luftfilter sieht auch noch ganz gut aus. Ja, und der Rest muss wieder von unten dran, ne? Ja. Ja, Turbo ist auf jeden Fall hinüber. Würde ich sagen, machen wir hoch die Kiste hier. So, und dann holen wir mal Schweißgerät, weil das muss jetzt mal gemacht werden. Einmal her, erste Bühne bitte. Und Vollgas. Einmal weg bitte. Den ganzen Hardcore-Rost hier mal weg, ne? Sieht ja schlimm aus, ne? Boah, Leute, ich bin so froh. Das Dumme war, dadurch, dass ich kein Internet hatte und alles, ich konnte noch nicht mal hier irgendwie Folgen aufnehmen oder sowas. Ich konnte gar nichts machen. Voll anders nervig. Da hab ich mir gedacht, so, ja, cool, nimmst du schon mal, machst du zwei, drei Folgen, nimmst du vielleicht schon mal auf, beziehungsweise machst ein paar Autos, dass du Kohle machst. Schon mal. Ja. Leider nein, leider gar nicht. Da habe ich mich auch geärgert. Da habe ich auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Weil überall vor jedem Game war ein Schloss davor. Aber ihr glaubt gar nicht, was so, wie nett manche Leute in der Realität sind. Naja, gut, okay, so ein Junkie bin ich auch nicht. Ne? Also, hier auch arbeiten. Obwohl bei manchen Leuten, da willst du auch dann doch lieber in der Realität, in der virtuellen Welt bleiben. So, gucken wir mal hier. Einmal Blech. Wie viel Prozent kriege ich eigentlich? 100. Hätte ich mir fast denken können. So, rein damit. Na gut, das muss ich jetzt voll machen. Ja, dann war ich nicht dran. Sehr schön. Können wir ein bisschen das Gröbste wieder einbauen. Herrlich. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rum eingebaut, aber ist mir jetzt auch egal. Muss ja passen, ne?
So, ne, halt, die sind defekt. Okay, da müssen wir ran. Ne, ne, ne. Okay, das ist auch defekt. Okay, dann komme ich hier nicht weiter. Verdammt. So. Ah ne, halt, Moment. Wir müssen ja noch wegen den Felgen gucken, ne? Hätte ich ja völlig vergessen fast. Reifen abziehen. Okay, der Reifen also an sich ist in Ordnung. Schon mal sehr gut. Ja, bei beiden sind die Reifen in Ordnung, das ist schon mal gut. Schon mal ein Punkt, womit ich mit, zufrieden bin. Wie weit, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie weit die eine Felge runtergerockt war. Kann man die noch reparieren? Das habe ich mir fast gedacht. Bevor ich da jetzt irgendeinen Fehlkauf starte. Aber entweder eine zu wenig oder eine zu viel habe. Aber mal ganz im Ernst, ne? Wie kann man so eine runtergerockte Felge haben, aber da noch relativ gute Reifen drauf? Wie geht denn das? Also welche Hinterhofwerkstatt hat denn da neue Reifen auf kaputte Felgen aufgezogen? Wer macht denn sowas? Ich bezweifle, dass die Felgen so einfach so kaputt gehen. Also das bezweifle ich schon stark. Hier geht aber auch schon wieder gar nichts mehr. Ist auch alles hinüber. Meine Güte. Vor allem immer diese Bleche, was soll denn das? Der Rest sieht aber auf jeden Fall gut aus, nur die Bremse ist hinüber. Das, oh, das ist ja schon mal wenigstens tröstlich. Ne? Haben wir eigentlich noch mehr Fragezeichen? Muss ich gleich mal gucken. Ach man, immer die Radlager. Kann man die eigentlich noch retten? Kann man da überhaupt noch irgendwas retten? Die muss ich reparieren. Und der Rest ist nicht rettbar. So, ne, halt, Moment. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, was brauchen wir denn alles? Ihr sortieren mal bitte nach Namen. Dankeschön. So, wir brauchen einmal, zweimal, drei Beläge. Dreimal Sattel. Zwei Scheiben innen, zwei Scheiben allerdings. Was ist denn das? Eine Felge Corona 17 Zoll. Okay. Kriegen wir das gemerkt oder können wir uns das merken? Ja, ne? Also. Quasi. Ich denke. Ich gehe mal shoppen. So, Leute, da sind wir wieder. Es ging recht fix mit dem Einkaufen. Waren ja nur Bremsenteile eigentlich. Oder fast nur, sagen wir es mal so. Aber ich muss erstmal wieder so ein bisschen Feeling kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich merke das gerade, ich merke das schon wieder selber. Ich bin noch nicht wieder ganz drin. So eine Woche Pause, das ist ja schlimm. Aber auf jeden Fall freue ich mich wieder drauf. Vor allem, habe ich mich auch übelst darüber gefreut, dass ich mal wieder zocken konnte. Ich konnte nichts machen, nichts, noch nicht mal Fernsehen gucken. Aber gut, okay, da habe ich das noch so, ja, dann muss ich noch montieren. Habe ich wenigstens mal so Serien und alles, was ich noch so hatte, mal angefangen zu gucken und zu machen und ja, mal ein kleines bisschen hier aufgeräumt. Also was heißt hier mal aufgeräumt? Das hört sich an, als wäre hier voll die Dinger, aber mal so ein paar Unterlagen mal wieder abgeheftet, den ganzen Krempel. Also. Das, was man auch immer gerne so die eine oder andere Woche liegen lässt.
Und ja, muss ja auch mal wieder sein, ne? Das war schon nervig irgendwie. Muss ganz ehrlich sagen. Vor allem der Hammer war, wie ich dann. Mo Wo war denn das? Irgendwie in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ich auf jeden Fall bin ich schon wach geworden. Und bin dann so nochmal zur Toilette. Ja, dann habe ich schon geguckt. Und dann laufe ich normalerweise an der Fritzbox so halb vorbei. Und dann sehe ich aber dann das Licht von der Fritzbox, also die Lämpchen, die da drauf leuchten. Da leuchtet aber nichts. Ich so, hä? Warum leuchtet da nichts? Ja. Kein Lämpchen mehr an, Stromstecker rein und raus gemacht. Nichts tat sich mehr. Düdüm. Und schon war ich von der Außenwelt abgeschnitten quasi. Ich war nur froh, dass ich dann noch dieses kurze Infovideo mit dem über Hotspot vom Handy hochladen konnte. Sonst hätte ich da echt doof gestanden. Und ihr hättet nichts gewusst, weil man ja bei. Ne? Was? Ach ja, die muss ich. Ich hab die noch nicht gewuchtet, Idiot. Nur im Labern, aber nicht am Wuchten. Weil man bei YouTube ja den Community-Tab da nicht benutzen kann, weil man ja keine 1000 Abonnenten hat. Also gerade das Ding, weißt du, da muss ich ganz ehrlich sagen, warum braucht man da 1000 Abonnenten? Ey, das ist doch, selbst wenn. Wie viel haben wir jetzt? 134. Wenn die 134 Leute tagtäglich darauf warten, dass Videos kommen und dann mal durch so einen technischen Defekt halt nichts mehr kommt, weißt du, da will man doch seinen Leuten irgendwie, also seinen Zuschauern da irgendwie Bescheid geben können, sagen können, so von wegen hier. So und so, können im Moment keine Videos, kann ich gerade nicht hochladen, wie ist das? Da wäre jedem geholfen, so. Nee, dafür brauchst du 1000 Abonnenten, weil ne, damit ist man ja was Wichtiges. Dann sollen sie irgendwelche Funktionen ab 1000 Abonnenten machen, dann wäre das ja in Ordnung. Ich weiß ja noch nicht mal, was man da überhaupt alles machen kann, aber zumindest dann, dass man da irgendwas reinschreiben kann. Wenn ich dann unter irgendein Video einen Kommentar setze, das liest doch keine Sau. Und dann fiel mir das mit dem Handy-Hotspot ein und war ich wenigstens froh, dass ich so ein paar Sekunden Video hochladen konnte. War nervig. So, können wir jetzt hier mal vorwärts machen. Mach mal hin, Alter. Ich würde nämlich den Wagen gerne noch diese Folge. Naja, fertig kriegen wir den nicht. Wir müssen noch die Karosserie-Teil machen. So, rein jetzt da. Oder drauf jetzt da, vielmehr. So, haben wir hier alles sonst soweit? Ja, ich weiß schon gar nicht mal, was wir hier alles abmontiert haben. Außer Bremse eigentlich gar nichts, ne? Drauf mit dem Pneu. Geh weg da. Hier sollte man vielleicht noch die Bremse montieren. Das wäre vielleicht ganz gut. Ich denke mal, Cars for You findet das auch gut, wenn das Auto Bremsen hat. Komm voran jetzt hier. Ich wollte ja auch noch mal eben schnell da mit dem feuchten Lappen durchwischen. Ne? Das mache ich eigentlich auch nur, damit Cars for You mir noch viel mehr Autos bringt, damit ich noch mehr Geld machen kann. Damit wir noch mehr Autos aufbauen können. Womit wir mal irgendwann weitermachen müssen. Ich habe nämlich mal geguckt, wir haben noch 6 Schrottkarren im Parkdeck stehen. 7 mit dem Porsche. Läuft auf jeden Fall. Und das nicht gerade vorwärts. So, jetzt sollte doch der kleinere Dacia Flammen, also Flammenwerfer, ja, stimmt. Das muss noch rein. Und der Turbolader muss noch rein. Zack.
Das wäre ganz sinnvoll. Ich glaube, da werden die auch ganz zufrieden mit, wenn der Turbolader wieder dran ist. Herrlich. So. Bremsbeläge. Ach komm, ernsthaft. Warum? Alter, die sind doch noch top. Aber ich wusste die da. Die sind doch noch in Ordnung. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Machst du Scheibe neu, machst du das neu, aber 92%ige Bremsbeläge, nee, geht nicht. Was er hier am Rumheulen ist. Toll, da wollte ich nicht hin. Hallo. Oh. So. Jetzt sollten wir das aber doch fertig haben. Nein. So, was wir noch nicht gemacht haben, Öl gewechselt. Was für Dingern hier? Einmal. Erst die Hebebühne. Können wir nämlich auch noch eben schnell machen. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Komm mal raus, die Suppe. Ist da nichts drin? Da nicht. Wie viel da sind neu aus? Den lassen wir mal. Gluck, 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 gluck. Hinein mit dem guten Zeug. Ja, das haben wir auf jeden Fall schon mal. Und dann müssen wir noch die Karosserie-Scheiße hier machen. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge fertig und belassen wir uns jetzt erstmal hier mit dem, was wir haben dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn ich noch nicht ganz wieder da bin, wo ich sein will, von allem her. Und aber naja, gut, wir kommen wieder rein. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei und ja, lasst gerne einen Kommentar da, ein Däumchen nach oben und dann, ja, würde ich sagen, bis demnächst. Ciao, ciao.